schläfst ja immer noch nicht, sagte der Sandmann zu dem Kind, das im Bett saß und einen Turm aus Bausteinen baute. Schon dreimal war ich heute bei dir und habe meine Sandkörner ausgestreut. Sag, warum schläfst du nicht? Ich bin nicht müde, sagte das Kind und blinzelte den Sandmann mit wachen Augen an. Und das sehe ich, sagte der Sandmann. Er seufzte und setzte sich zu dem Kind aufs Bett. Ich aber bin müde, sagte er. Also bitte, schlaf jetzt ein. Er klaubte den letzten Rest Sand aus seinem Sack und warf ihn in das lachende Kindergesicht. Schön, rief das Kind und klatschte vor Freude in die Hände. Und was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt? Stotterte der Sandmann. Seine Stimme klang fast ein bisschen verzweifelt. Aber das ist doch kein Spiel. Also mir gefällt's, kicherte das Kind und wühlte die Bausteine durcheinander. Und jetzt bauen wir eine Burg. Einverstanden? Einverstanden, nuschelte der Sandmann. Dann fingen sie an zu bauen. Sie bauten eine Burg mit einem Wall und 4 Türmen, ein Schiff, 2 Häuser und einen Bauernhof. Sie bauten und bauten und immer wieder blinzelte der Sandmann zu dem Kind hinüber. Er war nämlich müde und sehnte sich nach seinem Bett mit der Wärmflasche und den flauschigen Kuschelkissen. Das Kind aber lachte und baute weiter. Und dann hatten sie keine Bausteine mehr. Der Sandmann atmete auf. Jetzt. Ja, jetzt würde dieses Kind endlich einschlafen. Aber Pustekuchen. Was spielen wir jetzt? Fragte es den Sandmann. Memory oder Mau Mau oder Mensch, ärgere dich nicht. Das Kind redete und redete. Und der Sandmann ärgerte sich. Mensch, ärgere dich nicht, brummelte er in seinen Bart. Ausgerechnet. Ich weiß, rief da das Kind freudig aus. Wir erzählen uns Geschichten. Du erzählst eine, dann ich, dann wieder du und dann wieder ich. Eine gute Idee, nicht? Eine sehr gute Idee, sagte der Sandmann lahm und wünschte sich wieder einmal, endlich in Rente gehen zu können. Dann erzählte er schnell irgendeine Geschichte von einem müden Sandmann, der sich bärig auf sein Bett freute. Eine schöne Geschichte, rief das Kind. Und nun bin ich an der Reihe. Also, heute Morgen hat meine Mama erzählt, dass... Und mehr hörte der Sandmann nicht. Denn er war so müde geworden, dass er seine Augen nicht mehr offen halten konnte. Und schwupps, einschlief. Er schlief und schlief und schnarchte leise vor sich hin. Und das Kind erzählte und erzählte und... Na, vielleicht erzählt es ja immer noch. Oder ist euch etwa in letzter Zeit der Sandmann begegnet?